Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma CNC Steuerung. In diesem Video geht es um unsere Hochfrequenzspindel. Wir betrachten diese Hochfrequenzspindel als Nachrüstset für Deckel, Mau oder sonstige Fräsmaschinen, wo die Spindeldrehzahl halt nicht ausreicht. Und diese Spindel macht jetzt zum Beispiel 18.000 Umdrehungen, hat eine SK30-Aufnahme, hat eine pneumatische Wechseleinrichtung, das heißt, man kann auf Knopfdruck die Werkzeuge wechseln. Das ist gerade für die Leute sehr interessant, die, sagen wir mal, Aluminium fräsen, nach so einem Umbau von uns oder so, wo einfach die Drehzahl, die Originale, nicht reicht. Ja, da kommt man maximal mit 4.500 nicht so weit und da machen die 18.000 schon echt Sinn. Wir liefern diese Spindel aus, fertig, mit Frequenzumrichter, mit CNC Anschlusskabel, also dass ihr auch starten und die Drehzahlregelung über das CNC-System machen könnt, inklusive Anschlusskabel. Die Anschlusskabel machen wir in 5 Meter, kann man aber dann auch beliebig ablängen. Wer länger braucht, ist kein Problem, da muss man mit uns sprechen. Zu dieser Spindel haben wir auch noch in dem Set, was ich jetzt hier nicht habe oder liegen habe, ein Kühlaggregat. Weil diese Spindel ist wassergekühlt. Das macht sie unheimlich leise. Der Anschluss ist relativ einfach. Hier vorne die Kappe abmachen, Stecker aufschrauben, gut ist. Die Kabel sind von uns schon beschriftet. Das heißt, wir richten den Frequenzumrichter ein für euch und dann schraubt ihr diese Kabel nur noch an UT2, UT1 und so weiter an. Der Frequenzumrichter ist voreingestellt, sodass ihr starten könnt, übers Bedienpult, wenn ihr wollt, und dann über Drehzahl über Poti. Selbstverständlich kann man ihn auch so umstellen, dass der Sollwert über das CNC-Kabel kommt. Das heißt, dann ist das Starten des Frequenzumrichters und die Drehzahl auch über CNC möglich. Ja, das soll es mal gewesen sein jetzt hier zu dieser Spindel. Ich bedanke mich für euer Interesse. Und wer Bock hat, seine CNC-Fräsmaschine, eine richtige Fräsmaschine, und das sollte sie schon sein, weil das Ding wiegt irgendwas mit 15 oder 18 Kilo. Also die ist jetzt nicht geeignet für eine Wabeco oder so. Da haben wir hier noch eine andere Spindel liegen, da werden wir drauf eingehen. Das wäre wahrscheinlich noch eine Alternative. Aber für alle, die Mao-Deckel und so haben, wo so ein dicker Kopf vorne mit einem Halter dran gebaut werden kann, damit seid ihr in der Lage, mal eben 18.000 Umdrehungen auf eurer Mao, Deckel und Mikron und wie sie alle heißen zu fahren, was gerade im Aluminiumbereich sehr, sehr interessant ist. Okay, ich bedanke mich. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.